Der Fall der Fälle. Wenn überfallartig in unsere Welt ein Virus einfällt und sie anhält und auffällig vieles in Frage stellt, egal ob uns das auch gefällt, wenn wie ein Unfall der Ernstfall eintritt und es heißt, gefälligst zieht jeder jetzt mit, sonst schwimmen uns allen die Fälle davon, denn auf alle Fälle haben wir schon zu viele Fälle festgestellt und die fälligen Entscheidungen gefällt. Wenn die Kurse fallen, der Ölpreis noch schneller, als wären sie gefällt von einem Holzfäller, keine Fallrückzieher mehr, kein Fußball, Kultur sowieso ein Totalausfall, keine Feste, kein Clubtreffen, alles vorbei, keine Trios, nur noch ein Fall für zwei. Wenn wir Knallauffall eingesperrt sind wie ein Gaul und wir werden wie Fallobst, nämlich faul. Es sich so anfühlt, als säßen wir alle fest wie das Mäuschen in der Falle und fühlen uns völlig fallen gelassen, als würden wir jedenfalls vieles verpassen. Leistungsabfall bei kritischen Massen, dann sollten wir uns etwas einfallen lassen. Man muss halt beim Ausfall von so vielen Sachen selber was Ausgefallenes machen. Ja, vielleicht Origami-Falten falten, mit Faltencreme entspannt abschalten, im falschen Falsett ein Liedchen singen, vom alten Faltsofa Fallschirm springen, sich der Literatur hingeben mit Fallada, Falstaff von Fallers Leben. Auch Parsifal kann niemals schaden, dazu selbstgemachte Fallaffel im Fladen. So kriegen wir das schon bewältigt, wir sind ja schließlich nicht einfältig. Und tun die Fallzahlen uns den Gefallen, irgendwann wieder ausreichend zu fallen, dann würde das mir und sicher uns allen auf jeden Fall ganz gewaltig gefallen. Dann singen wir, das ist doch klar, Fallerie und Fallera.